Heute gibt es 4 Gedichte, eine Geschichte und zum Schluss einen Sprechkanon. Herr Nett und Frau Nett. Herr Nett aß niemals Fett. Frau Nett aß nie, was mager war. Doch beide lebten wunderbar. Denn immer waren hinterher die Teller alle leer. Herr Nett aß nur, was mager war. Frau Nett aß alles Fette. Dann leckte sie die Teller ab und ging vergnügt ins Bette. Christian Keller. Christian Keller saß vor seinem Teller und holte mit dem Daumen die Steine aus dem Pflaumen und aß sie geschwind und sagte zu der Mutter: Ich bin ein liebes Kind. Kleine Tropfen Wasser, kleine Körnchen Sand machen große Meere, machen schönes Land. Gil Brav. Die kleine Gil Brav verlor ihr Schaf und weiß nun nicht, wo kann es sein? Lass es allein. Es findet schon heim und wackelt mit seinem Schwänzelein. Die richtige Art zu gehen. Quack, quack, quack. Hüpf doch nicht so. Geh wie ich, sagt die Henne zum Spatz. Knack, knack, sagt die Ente. Du kannst ja gar nicht gehen, mein Lieber. Wenn du wirklich gehen willst, folge meinem Beispiel. Das dicke alte Schwein schnaufte. Oink, oink. Gehen, du kannst doch nicht gehen. Du watschelst. Ich möchte wissen, was du tun würdest, wenn du 4 Beine hättest. Oink, oink, grunzte es. Mag, mag, ich würde mich jedenfalls nicht so im Dreck herumwälzen, wie du es tust, rief die Ente und watschelte zum Ententeich. Oink, oink, oink. Höre nicht auf die beiden, sagte die Henne und blieb stehen, um einen fetten Wurm zu fressen. Versuche so wie ich zu gehen, wie ich es tue, mein Lieber. Aber der kleine Spatz legte seinen Kopf auf die Seite, schaute die Henne mit vergnügten Augen an und zwitscherte: Piep, piep, ich weiß nicht, was mit euch Tieren auf dem Gutshof los ist. Ich habe nicht die Absicht, so zu gehen wie ihr. Die Spatzen sind immer gehüpft und das ist viel graziöser als das, was ihr tut. Dann wippte er mit seinem Schwätzchen, schnappte den fetten Wurm vom Schnabel der Henne und flog zu seinem Nest. Er gab den Wurm seiner Frau und während sie ihn verspeiste, erzählte er ihr von dem einfältigen Volk auf dem Gutshof. Nun kommt zum Schluss der Sprechkanon. Ein Sprechkanon ist ein Gedicht, wobei am Anfang die Worte einen großen Abstand haben und im Laufe der Zeit werden die Wörter immer schneller. Man muss das Gedicht erst gut kennen und dann kann man mit jemandem zusammen ausprobieren, wie der Sprechkanon zu sprechen ist. Ich spreche nun den Sprechkanon erstmal langsam und dann ein bisschen schneller. Ping, pang, poch. Pussy fiel ins Loch. Wer warf sie rein? Dünner Peter Klein. Wer zog sie raus? Dicker Peter Klaus. So ein böser Bub ist das, der spritzt seine Pussy nass, die ihm niemals Kummer macht. Mäuse fängt sie Tag und Nacht. Ping, pang, poch. Pussy fiel ins Loch. Wer warf sie rein? Dünner Peter Klein. Wer zog sie raus? Dicker Peter Klaus. So ein böser Bub ist das, der spritzt seine Pussy nass, die ihm niemals Kummer macht. Mäuse fängt sie Tag und Nacht. Ping, pang, poch. Pussy fiel ins Loch. Wer warf sie rein? Dünner Peter Klein. Wer zog sie raus? Dicker Peter Klaus.
So ein böser Bub ist das, der spritzt seine Pussy nass, die ihm niemals Kummer macht, Mäuse fängt sie Tag und Nacht. Wer das Gedicht schon so gut sprechen kann, der kann es jetzt mit jemand anders im Kanon probieren. Und jetzt könnt ihr erst mal mit mir probieren. Ich werde das Gedicht in gleichmäßigen Rhythmus dreimal hintereinander sprechen und dann könnt ihr ausprobieren, ob es mit mir funktioniert und dann mit jemand anders. Also, los geht's. Ping, pang, poch. Pussy fiel ins Loch. Wer warf sie rein? Dünner Peter Klein. Wer zog sie raus? Dicker Peter Klaus. So ein böser Bub ist das, der spritzt seine Pussy nass, die ihm niemals Kummer macht. Mäuse fängt sie Tag und Nacht. Ping, pang, poch. Pussy fiel ins Loch. Wer warf sie rein? Dünner Peter Klein. Wer zog sie raus? Dicker Peter Klaus. So ein böser Bub ist das, der spritzt seine Pussy nass, die ihm niemals Kummer macht. Mäuse fängt sie Tag und Nacht. Ping, pang, poch. Pussy fiel ins Loch. Wer warf sie rein? Dünner Peter Klein. Wer zog sie raus? Dicker Peter Klaus. So ein böser Bub ist das, der spritzt seine Pussy nass, die ihm niemals Kummer macht. Mäuse fängt sie Tag und Nacht. Und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei, das mit jemandem auszuprobieren. Für heute sage ich Tschüss und bis zu einer nächsten Geschichte. Auf Wiederhören.